Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Freut mich sehr, dass trotz des schönen Wetters so viele Leute da sind. Aber andererseits, mich wundert es auch nicht, weil der Film, den wir heute zeigen, lohnt sich auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, ohne ihn gesehen zu haben, obwohl ich mich darauf sehr freue. Wir zeigen heute die Vorpremiere von Arthur Holik, den neuen Film von Hermann Faske, der hier vorne sitzt, den ich als allererstes sehr, sehr herzlich begrüße. Dann begrüße ich ebenso herzlich, wenn nicht noch ein bisschen herzlicher, Udo Kier, einer der Protagonisten von Arthur Holik, der da hinten sitzt, und Tobias Rehberger, auch ein Protagonist von Arthur Holik, den Sie nachher auch sehen werden, sowohl auf der Leinwand als auch hier vorne. Und last but not least, Kamran Sadar Khan, Verleiher, der den Film Arthur Holik, Camino Filmverleih ist der Name, im Oktober ins Kino bringt und wir heute Abend eben deswegen schönerweise zu unserer großen Freude die Vorpremiere zeigen können. Die Premiere hat gerade am Montag, glaube ich, beim Filmfest München stattgefunden, zu Ehren von Udo Kier, der beim Filmfest München den Cinemerit Award überreicht bekommen hat. Auch dazu nochmal sehr, sehr herzlichen Glückwunsch. Dann mache ich es jetzt ganz kurz, wünsche Ihnen viel Vergnügen. Im Anschluss gibt es noch eine Diskussion und übergebe jetzt an Herrn Kahn und dann an Herrn Faske. Soll keine Rede werden. Einen wunderschönen Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich. Erstmal freue ich mich, dass wirklich sehr, sehr viele Leute gekommen sind. Es waren ein paar mehr, aber ich glaube, die sind auf der Strecke geblieben oder stoßen nachher dazu. Im Namen der Camino Filmverleih, wir sind ein Stuttgart ansässiger Filmverleih, der sehr eklektisch unterwegs ist und eine großartige Chance sah, als Hermann Faske für mir letztes Jahr zu mir kam und mit diesem wunderbaren, ja, wunderbares Thema mit an Wahnsinnsikone, den ich sozusagen von meinem kleinen Kindesbein an immer bewundert habe, eine Chance bekam, ins, nicht nur ein Kino zu bringen, sondern eine Langeweile ins Herzen zu behalten, uns allen damit ein Geschenk zu machen. Wir gehen im Oktober mit einer wunderbaren Kinotour mit allen Protagonisten und wunderbare Menschen, die Lust haben, an diesem Thema teilzunehmen. Es ist ein wirklich lustiger Mikro. Wir hoffen, dass das viele Leute dann dabei sind und ihr Interesse zeigen. Und bis dahin hole ich erstmal den Filmemacher, der hat viel zu erzählen. Und ganz zum Schluss, nicht zu vergessen, wer uns das alles ermöglicht hat, ist die Hessische Filmförderung, dass wir im Oktober den Film ins Kino bringen können. Vielen Dank, einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Vielen Dank zunächst mal fürs Kommen. Vielen Dank, Kamran. Ja, Film ist eine cooperative Art von, wo man zusammenarbeitet und deswegen muss man vielen Leuten in der Tat danken, sodass dieser Film zustande gekommen ist. Zunächst mal dem Land Hessen und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, vertreten durch Günter Schmidt-Eckardt. Dann natürlich Hessen Invest Film und dem Komitee der wunderbaren Dr. Ursula Vossen. Und natürlich der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, vertreten durch Dr. Michael Reckhardt. Und dann natürlich Camino Film, Kamran, ohne dich wäre das nicht gelaufen, und Nicole vom ZDF, ZDF Dreisat, Nicole Baum ist auch heute hier. Und dem DFFF mit Cornelia Hammelmann und CinePlus. CinePlus ist der Co-Produzent und unser Herstellungsleiter ist hier der Christian Stern. Dann natürlich vom Emotional Network, muss ich mal ganz klar und begrüßen und mich bedanken, dem Timo Breidenbruch, der schon seit 13 Jahren mit uns arbeitet hier in Frankfurt. Und den Künstlern natürlich, die hier sind und die mit dem Film waren. Das war Marcel Odenbach, hallo Marcel, und Tobias Rehberger und hi Tobias, und
natürlich Nikolaus Hirsch, der auch heute Abend hier ist, nicht, von der Städelschule und Architekt. Dann natürlich unser wunderbares Team, die Patricia Lewandowska, der Cedric Hommel und die Katharina Erles und Florian Luxemburger, auch alle hier. Ja, als die Sache startete, konnte ich mich letztendlich nicht entscheiden, ob ich Arthur Hollig mit einem großartigen Kunstliebhaber, einem großartigen Künstler oder einem großartigen Schauspieler machen sollte. Also nahm ich sie alle. Und deshalb auch noch von mir nochmal ganz persönlich, freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank, Udo Kier. Und jetzt viel Spaß beim Film. In meinen Filmen und das bin ich so, so bin ich und so bleibe ich von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ob das jetzt die Kunst ist oder das Leben, ich glaube eher das Leben und dann die Kunst, aber ich fand das sehr gut. Als Schauspieler denkt man immer, man kann es besser machen oder anders machen, das ist ganz normal, aber ich fand das schön, auch mit dir auf dieser Bank zu sitzen. Ich kenne dich doch irgendwoher. Das ist, ich finde, es ist eine Information. Und jetzt habe ich auch mittlerweile Lust, die amerikanische Fortsetzung zu drehen mit Raymond Pettibone und Ed Rocher und in Amerika anders, ganz anders. Da werde ich sehr wahrscheinlich als Cowboy mit Krokodilstiefeln durch die Luft laufen oder wie auch immer. Aber mir hat das gefallen. Ich bin sehr kritisch. Manchmal denke ich auch, hätte ich nicht so viel feiern müssen am Tag davor. Die Augen sind ein bisschen dick und da merkt man auch, man wird älter. Ich meine, es hängt hier ein bisschen und so. Dann denkt man, ach, man müsste irgendwie einen Rollkragenpullover tragen beim nächsten Film. Aber es ist, ja, ich bin aber auch schon 70, also von daher, wenn alle mit 70 noch so rumtanzen wie ich, dann ist das ja auch okay. Ich bin ja froh, dass ich war mal in Deutschland, also München jetzt, dieser Cinemaritpreis ist der höchste Preis und also der Vorgänger war Michael Caine, Julie Christie, ich bin der zweite Deutsche, Maya Adolf und ist ein bisschen älter und ich war froh, dass ich ihn noch gekriegt habe, wo ich noch sagen kann, danke, danke, yeah. Weil, wenn man so sieht in Amerika, wo ich seit 25 Jahren lebe, wenn dann Kirk Douglas den Preis bekommt und dann wird er auf die Bühne geführt und sagt, thank you, so much, it took so long. Und das brauchte ich noch nicht, das kommt noch, wenn ich 90 bin. Da kriege ich sehr wahrscheinlich das Bundesverdienstkreuz. Ausländer, armer Junge aus Köln, in der Zinkbadewanne gewaschen worden, kaltem Wasser und jetzt ist er unser Mann in Hollywood. Mir geht's gut. Mir geht's echt gut. Ich fühle mich gut. Der Rotwein ist hervorragend. Sie hat mir gerade den Wein gegeben, der heißt Primitivo. Dann habe ich gesagt, Primitivo. Ja, der Kritiker von der Zeit damals hat sie mir erzählt, der hat eine gute Kritik geschrieben über den Primitivo. Und dann haben alle Primitivo, wollen sie alle haben. Naja, sehr gut. Und wenn ihr, weil ich wollte eigentlich gar nichts sagen, weil ich habe in München so viel gesagt, aber dann habe ich mir überlegt, München hat den Film noch nicht gefördert.
sondern Frankfurt und Hessen. Also bin ich jetzt irgendwie auch dazu bereit, Fragen zu beantworten. Und bitte seid nicht schüchtern und fragt mich, weil ich mag das nicht, wenn ihr nichts fragt. Ich gehe raus an der Tür, sagt er, Herr Kier, ich habe da noch eine Frage. Also, das muss ja nicht sein, also Frage. Was soll ich dich fragen, nachdem wir uns schon so lange kennen? Was ist denn zu essen bei dir? Das weiß ich selber nicht. Frag du mich was genau. Was war denn für dich das erste so prägende Erlebnis, was du mit Kunst gehabt hast, was dich so richtig, wo du dann gemerkt hast, das ist irgendwas, was mich interessiert, muss ja gar kein Kunstwerk sein. Irgendjemand, der was zu dir gesagt hat oder... Das erste war der erste Orgasmus natürlich. Da, das war das größte Erlebnis. Ach so, ich dachte, du gehst ganz weit zurück. Ach so, wer sind Sie denn? Jetzt kommt denn jetzt noch ein Orchester. Also, bitte? Genau. Hallo. Ja. Hallo. Hi, how are you? Es war schon, ich weiß was. Ich finde es immer gut, wenn es ein bisschen lustig ist und nicht so. Ich habe mit Fassbinder gearbeitet und für Jahre, wir kannten uns dabei, 15. Nein, ich sage nur, es geht doch darum, natürlich war das erste Erlebnis mit der Kunst, war natürlich Paul Morrissey, Andy Warhol. Weil damals, als ich die Filme gedreht habe in Rom, war aber auch in Deutschland plötzlich Andy Warhol, Trash, Flash, Heat. Die Filme wurden einfach auch nicht zensiert. Es war der erste Mann, Joe D'Alessandro, mit einer Erektion auf der Leinwand. Man durfte es nicht schneiden, es war Kunst. Andy Warhol. Und das war schon ein... Bitte? Nein, nicht wegen der Erektion, nee, die habe ich ja selber auch gehabt. Nein, aber wegen Warhol, und es gab ein schönes Erlebnis, wie es bei mir dann angefangen hat. Ich hatte ja schon Filme gemacht in Deutschland, aber wurde auch nicht so wahrgenommen. Und dann kam Paul Morrissey, den ich im Flugzeug kennengelernt habe, der saß neben mir, ich habe Flugangst. Und dann meinte dieser Mann neben mir, so wie du mit Bart, hey, what are you doing? Wie alle Amerikaner fragen sofort, was machen Sie, wie viel Geld haben Sie auf der Bank? Und dann habe ich gesagt, I'm an actor. Aber mit dem Wort actor hatte ich auch schon die Hand an meinem Foto, hielt es ihm vors Gesicht. Und dann sagt er, interesting. Und dann sagt er, give me your number. Und dann schrieb er meine Nummer in seinen amerikanischen Pass auf die letzte Seite unten irgendwo. Da dachte ich, dann schreibt doch nicht Telefonnummer in den Pass. Und habe gesagt, wer sind Sie denn? Und dann sagt der Paul Morrissey, I work for Andy Warhol. Und dann kriegte ich einen Anruf, 5, 6 Wochen oder 2 Monate, weiß ich nicht mehr, später. Und dann rief er an und sagte, er hat eine hohe Stimme und sagt, I'm making a movie again, Frankenstein, and I have a little role for you. Da habe ich gesagt, ach toll, was spiele ich denn? What do I play? Sagt er, Frankenstein. So, da habe ich also keinem erzählt, weil ich konnte es ja nicht glauben. Und dann war das so, dass dann in München für die Premiere von Heat war er eingeladen und nur Presse, die wichtigste deutsche Presse. Also wichtig im Sinne der größten, berühmtesten Zeitschriften. Und ich wurde geduldet an irgendeinem Tisch. Haben sie gesagt, oh ja, Sie können sich hier hinsetzen. Okay, ja. Und dann wurde Herr Morrissey gefragt nach vielen Sachen. We heard you're going to do direct Frankenstein. Who is going to be Frankenstein? Da kommt diese schöne Michelangelo-Bewegung, Mr. Kier. Und dann war das so, dass die plötzlich, ach, kam die Presse und sagt, Herr Kier, wir müssen uns doch unbedingt mal treffen. Das ist ja hervorragend. Also nicht nur Judy Garland, sondern auch ich, A Star Was Born. Und dann ging es los. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen. Ich mache hier so einen Monolog schon wieder, von München übernommen. Rede über mein Leben 2 Stunden. Bitte, so, endlich, ja. Warum war das so
D-Mark oder Euro damals? Weil ich Carsten kenne und würde Carsten, und Carsten würde mich einladen. Also er würde mir noch Geld geben, sehr wahrscheinlich, und Champagner mit mir trinken, um da zu liegen. Das war für den Film. Es gibt ja auch sowas, wo im Film sagt, hallo Carsten, jetzt habe ich endlich die 1000 Mark oder Euro oder whatever. Und ja, nee, das war Film. Es war ja immerhin ein Film. Ich wusste, es laufen zwei Kameras. Schöner Film. Danke. Also da muss man Danke an Herrn Waske, der den Film gedreht hat. Ich war ja nur das Objekt der Begierde. Tell me, how was it when you were a little boy? How in Germany after the war? So, noch eine Frage? Ja, Herr Waske hat ja auch das Drehbuch geschrieben zu diesem Film. Und, ein Konzept. Genau, mein Leben ist kein Drehbuch, bitte. Nein, das ist genau die Frage. Bitte, genau die also Frage. Fangen Sie mir bitte nicht so an, weil mein Leben ist kein Drehbuch. Es gab ein Konzept und dann kamen meine Geschichten. Es ist wie so, dieser Film ist wie ein 25 Stockwerke, Frankfurt hat ja viele davon, und er hat das konzipiert, die Etagen gebaut und ich bin hochgestiegen und habe die gefüllt. Das war der Film, also... Das war eine Antwort auf meine Frage, also insofern passt das ja wunderbar. Ja, aber so in meiner poetischen Art ist auch zu antworten, ja. War Frankenstein erfolgreich? Ja. Ich kenne sie nicht, ich gehe nach Hause. Das war der erste 3D-Film, das gab nur 5 1973. Heute gibt es, alle sagen, ach, 3D. Und ich warte immer noch, dass ein Pornofilm gedreht wird in 3D. Und Pamela muss die Hauptrolle spielen, dass sie die Brüste, dass diese oder Kitten-Nativität mir um die Ohren fliegen. Also 3D wird auch super. Stell mal vor, du sitzt im Publikum, ist wie ein Porno und ist Kunst. Ist ja hervorragend. Frankenstein war ein Erfolg. Der ganzen Welt. Aber du warst auch noch zu jung. Du durfst doch gar nicht ins Kino. 1973. Wie alt warst du? Bist du? Die Mutter hat es massiert. Verstehe. Mhm. Noch Fragen? Ach, ihr seid so schüchtern in Frankfurt. Ja, bitte reden. Wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? Hängt da auch viel Kunst? Ja, es war ja nicht in dem Film. Ich habe eine ehemalige Bücherei, die von einem berühmten, ich liebe Architektur, vom Architekten Albert Frave aus der Schweiz gebaut wurde, der emigrierte 1936. Und wenn ich an meinem Serrenentisch, im weißen ovalen Tisch sitze, dann mein Kaffee, dann schaue ich hoch, dann ist rechts ist Andy Warhol, der Indianer, dann kommt Robert Mapplethorpe, das Porträt, dann kommt David Hockney, dann kommt Marcel Odenbach, zwei Arbeiten, Hollywood und Heimat, und dann kommt ein Kuss von Robert Longo, und in der Mitte kommt eine Arbeit, die eine der wenigen Arbeiten, die ich gekauft habe, Sigmar Polke, weil wir waren befreundet. Aber er hatte Spaß daran, seine Arbeiten zu verschenken, wenn ich dabei war, aber nicht mir. Und als ich dann endlich die ersten 8000 Mark gespart hatte auf einer Auktion, habe ich so einen Poker gekauft und der hängt da, ein ganz perverses Bild. Und wenn ich mich umdrehe, also wenn ich jetzt wechseln würde zum zweiten Café und so wie Magritte, dann würde ich da sehen Andy Warhols Campbell Soup, Lichtenstein Tüte mit Huhn, Robert Longo, mein Freund, der auch Maler ist, der Derek McBride, und die alten Man Ray und Magritte würde ich dann auch alle sehen. Aber ich bin ja das Telefon. Ich bin ja in meinem Privatleben genau das Gegenteil,
was ich im Film darstelle. Nicht hier, das bin ich. Hier bin ich halt ohne Palmen und ohne Häuser. Aber der Bösewicht im Film, ich liebe Palmen. Ich habe einen Garten von Palmen. Ich habe eine Ranch, da bin ich, sehe ich auch aus wie ein Cowboy. Habe ich auch die Stiefel an, Schlangenleder und den Hut und gehe auch anders, wenn ich mal in die Küche zurück muss. Und dann habe ich eine Scheune, die ist in grünem Samt, das ist meine David Lynch Dekoration. Und dann habe ich die Bücherei, die ist modern. Und ich schaffe mir halt in der Wüste, ich werde auch da sehr wahrscheinlich sterben, noch nicht jetzt, irgendwann, weil für die Geschichtsbücher ist es schon besser, nicht geboren in Köln, gestorben in Köln, ist ja furchtbar. Sagen die andere Generation, ist der denn nie rausgekommen? Das kann, keine Reisen, die berühmten Reisen. Mir geht's gut da, ich liebe die Sonne. Im Moment ein bisschen zu heiß, 45 Grad. Und ich liebe Palm Springs, da habe ich diese Bücherei, weil das ist, ich nenne sie Cadillac City, weil es die alten, reichen Leute, manchmal denke ich, die Autos fahren alleine, wenn man sieht so ein Cadillac und dann sieht man nur so Händchen, die das Lenkrad festhalten und dann sieht man, wenn ich dann überhole, sieht man, die haben alle wegen den Augenkrankheiten so Insektenbrillen an, dann denke ich, wow, und die fahren nur von A nach B. Haus, Supermarkt und dann wieder zurück. Und ja, ich habe eine Frage noch, oder? Ja, ich hoffe noch ganz viel. Es ist mein Abend. Warum habt ihr denn nicht in Los Angeles gedreht, wenn du das so gut beschreibst? Und warum ist denn die Richtung Kunst so stark ausgeprägt? Es gab ja auch deutsche Regisseure, mit denen du gearbeitet hast. Es wäre ja ein anderer Film geworden. Ja, das ist ja meine Frage. Es wäre... Ich hätte auch Wim Wenders oder Werner Herzog besuchen können. Ich fand das schön im Film, weil der Hermann und ich, wir hatten geplant, kommen Sie rein, es wird lustig. Wir hatten geplant, den Kirkeby zu besuchen und der wurde krank. Und dann habe ich den Lars von Trier, ich bin Patenonkel von seinem ersten Kind vor 25 Jahren, also Familienmitglied. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du musst mir helfen, Kirkeby ist krank. Wo kommen Sie denn alle her jetzt? Das ist so fast, gibt es mehrere Kinos im Haus? Und dann hat Lars von Trier mir gesagt, ich rede im Moment nicht. Da dachte ich, aber ich bin doch jetzt hier, er muss doch jetzt irgendwie mitmachen. Da ist er, ach du, gute Idee, ich komme vorbei bei dir im Studio und wir lesen Zeitung. Du liest deine, war zwar der Fokus, hatte sehr wahrscheinlich nicht so genau lesen können und ich die Süddeutsche und deswegen bin ich mittlerweile jeden Tag groß Titelblatt einem der Süddeutschen und so haben wir diesen Film gemacht, weil Kirkeby, also diese Szene gedreht, weil Kirkeby keine Zeit hatte und über Regisseure möchte ich keinen Film machen, weil das sind doch die Arbeiten, was ich seit 40 Jahren mache. Was soll ich denn einen Film an über Lars von Trier oder über Fassbinder reden oder Schlingensief? Mit denen habe ich gearbeitet und es gibt auch noch Leute, mit denen ich arbeiten möchte, wie David Lynch. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Brief geschrieben an einen Regisseur. Ich habe noch nie einen Regisseur gefragt, ich möchte bei dir spielen. Stellen Sie sich vor, Sie fragen David Lynch, I would like to work with you. Und er antwortet, who doesn't? Diese Blamage, also die habe ich mir erspart und stehe auch nicht vom Haus vom Regisseur und sage, you have to work with me. Und ja, es geht hier um die Kunst und ich hoffe, ihr habt noch drei Fragen. Ja, erste, ja. Bitte? Also Alkohol. Alkohol, kein Kokain. Das kam viel später. Einfach feiern. Einfach alle nach Paris fahren. Zu Beuys hatte die Ausstellung.
und wir alle hingehen und da stehen und gucken, wer alles da ist und die Bilder sehen und dann feiern. Dann gab es immer ein Restaurant, wo wir alle eingeladen wurden und dann fuhr man dann am nächsten Tag im dicken Kopf zurück nach Köln. Also es war eine ganz, also diese Internetzeit, ich finde Internet so gut für Informationen. Wenn ich etwas wissen will, wie lange ein Fisch im Topf kochen muss, dann kann ich das eintippen und sagen, genau 7,5 Minuten. Und, aber früher war das nicht so. Früher war auch nicht, wenn die Blätter treiben, lange Briefe schreiben. Es war einfach, ich weiß noch genau, als Fax aufkam, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, ich schreibe einen Brief, der kommt in Amerika raus. Heute sind alle nur noch so, du gehst durch die Stadt, denkst, es sind nur noch Idioten, die sprechen. Also, ja, ich habe coming home now. Ja, ja, okay, I got it. Moment, also, Telefon und die Leute, die wirklich damit ein Problem haben, die haben ja Glück, dass sie es aufs Telefon schieben können, auf den Kopfhörer. Und es ist furchtbar. Also, wenn ich die Leute sehe, wenn man so älter wird, also jetzt nicht sentimental werden, wenn man so älter wird, die Leute sitzen da, junge Leute, schöne Leute, iPhone, dann sitzen sie so da. Ja, ist alles Verrückte, weil keiner sagt mir Hallo, guten Tag und noch zwei Fragen und dann höre ich auch auf. Ich war in Cannes, da gibt es ja natürlich in Cannes zur Premiere von Lars von Trier. Wir müssen nicht zusammen reden. Das ist jetzt mein Moment, danke. Kann später reden, nicht zusammen so, kenne ich sowas. Das macht sich nicht gut so. We are the people. We. Und da war Lars von Trier, Melancholia, die Premiere und da gab es einen deutschen Empfang. Und ging zu dem deutschen Empfang. Das, was ich da gemacht habe, wird Ihnen der Hermann gleich erzählen. Und da hat er mich beobachtet und daraus entstand der Film. Und da ich ihn genau wie ihr heute, das finde ich schön, dass ich ihn in Frankfurt gesehen habe, nicht in München, weil ich war so unkonzentriert in München, wegen all den Interviews. Und finde den Film zum Film sagend. Es ist sehr viel ich, aber so bin ich. Und unprätentiös, hoffe ich, kam das rüber, also nicht so. Und mir gefällt der Film. Und jetzt habe ich auch Lust für die Fortsetzung mit Raymond Pettibone, der im Rollstuhl sitzt. Haben wir einen Film gedreht, den schiebe ich in dem Rollstuhl. Oder Ed Rocher, oder es gibt ja ganz viele interessante Künstler auch in Amerika. Und ich danke Ihnen oder dir, Sie sind ja mittlerweile per Du, dass der Film gefördert wurde. Und sage ich auch für den Nächsten. Wir könnten doch in die Richtung. Ach so, wir müssen doch über die Fortsetzung reden. Ist doch angekommen, hat doch funktioniert. In dem Sinne, danke, tschüss. Also, vielen Dank fürs Kommen. Noch einen schönen Abend. Danke. Soll ich das mal abnehmen? Wolltest du was erzählen? Nee. Was hast du gemacht? Schon genug.